Mit einem solchen Flugtaxi von Düsseldorf nach Neuss einfach staufrei und schnell über den Rhein? Diese Bilder aus Dubai könnten auch bei uns Realität werden. Ein Start-up-Unternehmen aus Meerbusch will die Voraussetzungen dafür schaffen. Herzlich willkommen auf Ihrem Flug in die Lokalzeit aus Düsseldorf. Erste Testflüge könnte es schon in 8 Jahren geben und beginnen könnte diese neue Art der Fortbewegung an den alten Hafenbecken. Gestern Industriehafen, heute Medienhafen, morgen Flughafen für Lufttaxis. Hier sehen jedenfalls die Planer dieses Projekts einen Startplatz für Flugtaxis. Etwa für einen staufreien Trip nach Neuss. Der könnte nur wenige Minuten dauern und soll, wenn es einmal regelmäßigen Betrieb gibt, nur so viel kosten wie eine Taxifahrt. Am Hafenbecken 1 in Neuss könnten die Passagiere dann landen. Etwa ein Geschäftsmann, der in Düsseldorf ankommt und ganz schnell nach Neuss möchte. Dieser Geschäftsmann könnte sich dann ein Flugtaxi rufen per App, so würde es dann laufen und zu dem Landeplatz, den wir beispielsweise in Neuss am Hafenbecken eingerichtet hätten, fliegen, landen, aussteigen und dann die Innenstadt begehen. Sie wollen für die Start- und Landeplätze der Flugtaxis sorgen, die Gründer des Meerbuscher Startups Cityports. Alles kein Traum, sagen sie. Es gäbe nicht nur reichlich Bedarf mit den vielen Pendlern, sondern auch schon viel Rückhalt aus der Politik. Jeder freut sich auch darauf zu sagen, ein bisschen Technologie mit ins Land bringen zu können, auch stolz entwickeln zu können, zu sagen, so, wir sind nicht der Letzte in der Reihe, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, sondern wir sind bei den Ersten dabei, wir können Forschung und Wirtschaft unterstützen. Am Düsseldorfer Flughafen wird die Forschung dafür in wenigen Jahren eine Heimat haben. Im EUREF Campus sollen Unternehmen der Bereiche Energie und Umweltschutz arbeiten und hier sollen auch Firmen zur modernen Mobilität forschen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Campus ist der Mobility Hub, den wir planen als eine Art Reallabor für die Mobilitätswende, die unterschiedlichsten Mobilitätsformen, Elektromobilität, schienengebundene Mobilität, aber auch Fahrradfahren und nicht zuletzt das Fliegen sollen da eine wichtige Rolle spielen. Und das Konzept des Campus ist ja, dass Unternehmen, aber auch Wissenschaftler und Start-ups an diesen Themen auch der Flugmobilität hier gemeinsam arbeiten, forschen. Am Flughafen soll es dann auch schon sehr bald losgehen mit Testflügen. Auch an der Antriebsenergie soll geforscht werden. Das könnte Strom oder auch Wasserstoff sein. Auf jeden Fall soll es umweltfreundlich sein. Auch die Batteriefrage, leistungsstarke, aber leichte Akkus, soll hier gelöst werden. Und die Idee ist eben mit dem Mobilitätshub im EUREF Campus relativ zügig ja ab dem Jahr 2024 schon in der Lage zu sein, die unterschiedlichen Konzepte auch von Flugmobilität auszuprobieren. Möglicherweise auch bevor es schon zur Marktreife kommt von einigen Produkten. 4 Jahre später soll dann der Flugtaxi-Pendelverkehr zwischen Düsseldorf und Neuss in eine erste Testphase gehen.